Boom! Herzlich willkommen zurück zu Haunted. Und ich bin's wieder, Cookie. Ich bin immer noch irgendwie krank und ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Erstens, einmal das bei Emily habe ich gesehen, dass es irgendwie total kaputt ist. Ihr konntet nicht genau den Teil sehen, wo der Papst halt sich verwandelt hat. Ja, oder es liegt einfach an meinem scheiß PC. Ich weiß es nicht, aber ich werde zur Sicherheit irgendwann mal wieder noch, vielleicht am Schluss oder so, nochmal aufnehmen, wie das passiert ist, die ganze Geschichte vielleicht. Aber, und ja, halt. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben mit Lucy geredet oder über Enigma. Und das können wir wieder nicht mitnehmen. Enigma oder wie es auch immer heißt. Fahrt zur Lichtung. Da war ja das mit dem Wolf. So. Wir haben ihm die Karotte gegeben. Passiert jetzt irgendwas? Er hat die Karotte da versteckt. Ich will noch mal Tag machen. Ich will mal wissen, ob da irgendwas drin ist. Boah, wie war das früher? Das war Darf ich das. mal stören? Ja, bitte. Ja, Mama. Okay, das ist nicht meine Mama. Können Sie mir mehr über die Enigma-Station erzählen? So, dir auch? Die Engländer sind auch ganz verrückt danach. Wer sind die Engländer? Die alte Frau und der Einäugige, die uns ein nettes Sümmchen für Unterkunft und Fremdenführung überlassen haben. Kann man mit der Maschine die Seelen von Geistern einfangen? Wenn man Pech hat, dann ja. Oder wenn man absichtlich die Antenne entsprechend ausrichtet. Aber erstens müssen die richtigen Witterungsbedingungen für einen erfolgreichen Ablauf gegeben sein. Aha. Und zweitens muss ein altes Ritual vollführt werden, für welches gewisse Zutaten nötig sind. Von Ritualen halte ich nichts. Ich komme später nochmal Nee, wieder. Wie du warte. meinst. Ich hab's nicht gelesen. Durfte ich mal Nochmal. stören? Ja, bitte. Können Sie mir mehr über die Enigma-Station erzählen? So. Kann man mit der Maschine die Seelen von Geistern einfangen? Aber erstens müssen die. Und zweitens. Um was für Zutaten geht es? Für das Ritual brauche ich Trüffel, ein paar Steinpilze und ein Kaninchen. Klar, verstanden. Das werde ich gleich besorgen. Aber solange mich dieser blutsaugende Anwalt mit dem Vertrag belästigt, kann ich dir sowieso nicht helfen. Okay, wir haben jetzt Aufträge, Schleimpilze, Kaninchen und Trüffel zu besorgen und den Anwalt loswerden. Durfte ich mal stören? Ja, bitte. Ich gehe jetzt mal in die Vorluft. Was läuft hier denn für eine komische Sache mit dem Anwalt? Nun ja, dummerweise haben wir irgendwann mal einen Vertrag Ja, unterschrieben, ja. den er uns jetzt immer wieder vorlegt. Dieser soll den alten Halsabschneider angeblich berechtigen, uns von hier zu vertreiben. Sagt er zumindest. Die schleimige Mistratte. Wieso habt ihr denn den Vertrag unterschrieben, wenn ihr das gar nicht wollt? Die Transsilvanische Staatsbank hat uns einen super Kredit angeboten. Da mussten wir einfach zugreifen. Und habt das Kleingedruckte nicht. Was glaubst du denn? Bloß verstanden haben wir es nicht. Das Ding ist in feinstem. Naja, und jetzt kommt er Tag ein, Tag von morgens bis kurz vor der. Komisch eigentlich. Und er bewegt sich auch sehr seltsam, findest du nicht? Eine seltsame Geschichte, wie du siehst. Das ist wirklich sehr. Da gibt's doch jetzt bestimmt schon eine Theorie. Ich meine, Mittagsstunde und der Wolf hat menschliche Kleidung. Wie ging noch mal diese lange Ge Das. Klar, ein bisschen. Dann Okay. doch vermutlich, doch die Menschen besaßen erste An. Bla bla bla, am nächsten Morgen. Das steht Dankeschön. alles hier im Vertrag, Madam. Können wir das nicht irgendwie nehmen? Keiner kann diesen Vertrag Verzeihung, durfte ich verstehen. eben stören? Nein, ich habe keine Zeit für andere Dinge. Aber. Ich muss mich um die Vertreibung dieser Familie. Macht ja nichts draus. Mir ist egal, was Sie von mir denken. Die Hauptsache. Das ist doch best. Nun wieder zu Ihnen, Madam. Ach ja. Das ist jetzt zu spät. Sie hätten das sagen sollen, bevor Sie den Vertrag. Okay. Die Karotte können wir jetzt nicht holen, oder? Also gibt es da noch eine Karotte? Das gibt's doch Ah, nicht. okay, sie ist Die nicht da. tödliche Todesart.
Ich bin unterwegs mit einem Piraten, der nie auf hoher See war. Trüffel. Wo bekommen wir Trüffeln bitte? Ganz ehrlich, Trüffeln? Trüffeln. Genau genommen hat er nicht mal das Hafenbecken verlassen. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Nein. Bestimmt sind wir irgendwo oben. Ich habe eine Idee. Nochmal abends. Verdammt, ich habe die Zeit nicht geguckt. Scheißegal. Keiner kann diesen Vertrag verstehen. Da! Ich bin beinahe runtergefallen vom Stuhl. Oh Gott. Panik. 10 Minuten. Ja, okay. 6 Minuten, was weiß ich. Ja, 6 Minuten mache ich jetzt. Aber was kann man da denn jetzt machen? Das nichts zu machen. Oh, ich bin jetzt total gestresst. Ja. Wie ging nochmal diese. Das doch. Bla, bla, ja. Bla, 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 doch, bla, 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 bla. In der Nacht. Lo, lo, lo. Nein, ich will fortsetzen. Ach, diese Mütze ist einfach geil. Okay, jetzt gehen wir nochmal da hoch zum Wolf. Renn, Mary. So, sind hier irgendwo Trüffeln? Trüffeln. Oskar, hol mal die Karotte raus. Ich glaube... Jetzt. Fallen sind meine besondere Spezialität. Ja. Hier mit der Karotte. Ja, gib sie mir mal. Ja, danke, danke schön. Wir könnten sie irgendwie so machen, dass wir jetzt... Ich meine, er vergrabt sie nur und wir können sie nicht rausholen. Also, wie wäre es, wenn wir es mal den Anwalt geben? Wird da irgendwas passieren? Passiert da irgendwas? Ich hoffe schon. Denn es ist extrem scheiße. Seid hin und her. Dürfte ich mal stören? Ja, wir dürfen immer stören. Denn er schläft komischerweise den ganzen Tag nicht. Klar. Oder isst irgendwas. Oder ist auf dem Klo. Er macht gar nichts. Und ich bin wieder leise. Scheiße. Das steht alles hier im Vertrag, Mädel. Oh, eine Karotte. Wie wird mir? Ich muss die unbedingt vergraben. Nanu? Was war das denn? Okay. Oh, wir können das bestimmt jetzt nehmen. Vergiss es. Es hilft nichts, wenn wir das Dokument einfach verschwinden lassen. Wieso? Er hat noch eine Kopie. 2, um genau zu sein. Wir müssten schon einen entscheidenden Fehler darin finden. Einen, der das Dokument von Grund auf nichtig macht. Na dann los. Dummerweise kann das Ding halt keiner verstehen. Also wirst du sicher auch nur deine Zeit verschwenden. Wir werden sehen. So, ja. Okay. Kannst du dich angucken? Oh, okay, doch nicht. Können wir es dem Papst geben? Als erstes wollte die Karotte bitte vergraben. Hallo, wo hast du die Scheiße gekonnt? Da ist der niedliche Hase. Kennt der Papst das? Nein, nicht der Papst. Hey! Bonifatius? Ein Schriftstück? Lass mich mal schauen. Tja, eigentlich wäre das kein Problem. Was meinst du mit eigentlich? Naja, wenn es sich hier nicht um einen gottlosen Text... Hey, alles hat seine Grenzen. Schon gut, schon gut. Vielleicht mache ich mal eine Ausnahme. Vielleicht? Ich mache mich sofort dran. Warte. So, da haben wir es. Fertig übersetzt. Na also, geht doch. Vertragswerk. Igitt. Mit sowas will ich nie wieder belästigt werden. Ich sollte mir die Hände waschen gehen. Respekt, äußerst und undurchsichtiges Vertragswerk. Okay, mal gucken können wir es immer noch nicht. Okay, jetzt... Können wir es ihm geben? Können wir es denn geben?
Das steht alles hier im Vertrag, Madam. Ich kann es so verstehen? Keiner kann diesen Vertrag verstehen. Das hilft mir leider nicht. Die Sprache ist so... Das ist jetzt zu... Dein Bruder! Vielleicht. Also Lucy bestimmt nicht, die ist zu dumm dafür. Tut mir leid, Lucy, aber das war halt... Kann der vielleicht irgendwie damit... Du bist doch schlau. Entschuldigung, ich habe mal ein paar Fragen. Nur zu, ich höre. Sagtest du vorhin nicht, dass du gut im Knobeln bist? Die Knobelei? Genau mein Gebiet. Wieso? Ich hätte hier etwas aus dem Gebiet. Der, Jurikation? Die, was? Die Jurikation? Ein mir völlig unbekanntes Gebiet. Na, dann schau mal hier. Die Frage lautet, ist das Dokument richtig oder falsch? Gut, dann schauen wir mal. Hier wird auf Paragraph 14 verwiesen. Na, dann schauen wir da doch mal. Okay. Ah, Paragraph 36 spielt eine Rolle. Aber nur wenn... Nein, nein, seltsam. Ha, dachte ich's mir doch. Der Paragraph 278, zweiter Absatz, vierter Satz wird in Verbindung gebracht. Nicht aber, wenn... unter Bezugnahme des Paragraphen 487, dritter Absatz, vierter Satz. Die Angeklagte? Ha, ich hab's. Das Dokument ist eindeutig falsch. Echt? Wieso denn? Na, siehst du's nicht? Nach Paragraph 73 in Verbindung der Paragraphen 317 und 67 kann... Ja. Wenn man den ersten Satz des Paragraphen 673 und die Fußnote des Paragraphen... Hä? Gibt es auch eine Kurzfassung? Klar. Hier geht es doch um meine, ich sag mal, Mutter. Klar, was ist mit ihr? Naja, vielleicht ist dir aufgefallen, dass sie sich ein wenig in einer Identitätskrise befindet. Ja, naja, befinden wir uns da nicht alle manchmal ein wenig? Auf jeden Fall wird hier eindeutig eine Klägerin beschuldigt. Ja, und? Klägerin. Klägerin, klingelt's? Es müsste Kläger heißen. Und laut Paragraph 867b, zweiter Satz, ist das Dokument damit ungültig und falsch. Das war leicht. Hast du davon noch mehr? Leider nein. Vielen Dank aber für deine Hilfe. Ja, und das werden wir gleich in der nächsten Folge. Ja, die ist etwas kurz gerade gewesen. Ich guck mal nach, ob hey, ich... Finger weg. Ich beende... Ja, schon, okay.